Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen oder großen Let's Play-Projekt von mir, eurem Mammut. Ja, heute steht an Hard Reset. Ein kleiner Ego-Shooter nach dem alten Ego-Shooter-Prinzip. Man hat ein Gebiet, man läuft rum mit einer Knarre, soll irgendwelche NPCs killen und so weiter und so fort. Und ja, ist halt sehr klassisch aufgebaut, dass man auch so kleine Rätsel hat mit irgendwelchen Objekten, die man halt zerstören kann, und man findet Geheimnisse oder man muss was zerstören, um weiter zu gelangen. Und wie das alles genau verläuft, das sehen wir dann gleich im Spiel. So, dann legen wir mal gleich hier ein neues Spiel an und machen eine neue Kampagne. Und das wird jetzt nach langer Zeit endlich mal wieder ein Blind Let's Play. 17. Januar 2436. Sektor 6, europäischer Bezirk Bison. Wenn die Schicht vorbei ist, brauche ich etwas Gesellschaft. Ich trinke nicht gern allein. Ein Tag wie der andere. Ich bin ein stolzer Soldat der Corporation. Für die PR-Abteilung sind meine Kameraden Wächter des Heiligtums, Verteidiger Bisons. Lustig. Mir geht's um die Kohle. Wir verteidigen das Heiligtum. Ein Netzwerk, das Milliarden digitalisierter menschlicher Persönlichkeiten beherbergt. Die Maschinen sind unser Feind. Die Intelligenzbestien der Corporation haben eine Theorie. Sie glauben, die aktuelle KI sei in ihrer Evolution begrenzt. Das Heiligtum bietet den Maschinen die Möglichkeit, diese Grenze zu überschreiten. Schon wieder Überstunden. HQ. Mehrere Tote in Sektor 6. Schickt Verstärkung. Verdammt nochmal, sind Sie blind? Mindestens 7 Tote. Kein Sichtkontakt zum Feind. Ja, so viel in Sachen Intro. Wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, wir spielen hier in einer Art Roboter-Apokalypse. Und Roboter sind unser Feind. Die laufen da vor uns. Die gerade hier totgebrutzelt werden. Hier war noch einer. Und dann schauen wir mal, was uns hier das Spiel denn so bieten wird. Ich habe keine Ahnung, also ich habe es kurz angespielt und dachte mir so, ja, kannst ja mal machen. Ne, so wie ich das halt öfter mal so mache. Und ja, mal gucken. Ich zeige euch gleich, bis wohin ich gespielt habe. Das hier. Sammeln Sie Nano-Währung in der blablabla. Also irgendwas, was Sie brauchen, um später Sachen zu kaufen. Okay. Ich gehe doch mal weg hier. Genau, und diese Dinge hier, die kann man, also man kann mit vielen Dingen in der Umgebung einfach interagieren. Beispielsweise dieses Ding hier, das jagt dann hier die Wand in die Luft. Und dann gibt es hier so kleine Geheimnisse, die man dann entdecken kann. Das heißt, wir müssen immer die Augen aufhalten. Ist anscheinend auch wichtig, um dann später weiterzukommen vielleicht. Jetzt habe ich hier gebrutzelt und ist kein Gegner da, na toll. Kaputt ist es trotzdem. Danke. Und halt auch überall immer nachgucken, ob da irgendwelche Verstecke sind. Hier schießen wir jetzt mal nicht drauf. Hier liegt noch was. Nehmen wir mal mit. Hat 200 irgendwas gegeben. Die ist, glaube ich, diese Einheit. Diese Währung, die es hier gibt. Keine Ahnung, was das genau für eine Währung ist. Aber wir nehmen das mal mit. Und schauen dann später mal. Da ist noch ein Dingens. Nein, wir haben nicht unendlich Munition, sondern die Munitionsverpackung hier wird anders
gerechnet. Und nicht jeder Schuss ist quasi ein Schuss aus der Munition, der wegläuft, sondern naja. Oh, ich dachte, das Auto fliegt jetzt nach vorne, aber naja, dann halt nicht. Dann gehen wir halt so weiter. Man muss ja auch so ein bisschen was ausprobieren, ne? Wow, da ist ein Toter. Er kann da raus. Das ist aber auch ein Zweiter, okay. So, was haben wir denn hier schon? Wir haben hier ein paar Bildschirme. Ein Kotzeimer. Mal reinkotzen. So, haben wir das auch gemacht? Ein Blatt Papier. Und ein großer Roboter. Den wollen wir natürlich auch nicht, dass er sich uns nähert. Nein, 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 bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück, Alter. So, unten rechts haben wir eine. Naja, Energiebarriere, ne? Wenn wir da durchgehen, geht nicht. Das heißt, wir müssen hier im Kabel folgen, gucken, wo hier denn der Hauptgenerator dazu ist. Und der ist hinter dieser Mauer. Dazu machen wir gleich hier mal dieses explosive Ding kaputt. Dann können wir hier gleich an der Seite mal noch was kaputt machen. Das ist überall Explosion pur. Und hier haben wir jetzt ein kleines Display. Das können wir mal auf einschalten. Beziehungsweise wir schalten es aus. Und dadurch schalten wir halt die Stromzufuhr ab. Dann haben wir hier noch einen Brick in der Wall. Und können wir mal das Auto explodieren. Und dann finden wir hier noch ein kleines Versteck. Alles sehr hübsch und sehr schön. Sehr gut. So, die Barriere müsste jetzt ausgeschaltet sein. Hier können wir auch nochmal draufballern und was finden. Aha. Ja, hier ballern wir jetzt mal nicht. Hier können wir nochmal draufballern. Das ist auch nochmal was. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir noch was? Das ist nur so ein Kanister, den wir noch was erschießen können. Das hier können wir nicht einsammeln. Ja, unten rechts, unten links die. Das ist noch nicht kaputt. Achso, wir können jetzt hier nochmal deaktivieren. Okay. Ziel erreicht. Sie haben die Energiebarriere deaktiviert. Wow. Danke für diesen dezenten Hinweis. So, sind hier irgendwo Feinde? Nicht in unmittelbarer Nähe. Gut, dann können wir hier vielleicht. Das hier soll irgendwie so ein Shop sein oder sowas, den wir dann benutzen können. Ich habe es noch nicht so genau rausgefunden. Purchase to feel free. Ja, aha. Win prizes to spend more. Live to buy. Nee, eher nicht. Können wir das kaputt hauen? Ja, können wir. Aber dann putzen wir uns auch selbst. Das ist natürlich nicht gewollt. Was können wir hier machen? Machen. Nein. Aber da oben ist noch so ein explosives Ding, das können wir mal kaputt machen. Und oh oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Nee, 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 bleib weg. Leute, Leute, Leute. Bleib mal locker, der Alter. Der mit dem hier geht mir ganz schön auf den Geist. Alter. Ich hab fast noch die. Nee, das ist nicht das Leben, was ich da sehe, sondern die Munition. Leben habe ich nur 69. Das ist jetzt auch nicht unbedingt wirklich viel. Munition habe ich jetzt eingesammelt. Was ist das hier? Nichts, wo ich einsammeln kann. Okay. Gut. Also ich muss mich dann noch damit noch ein bisschen befassen, was denn jetzt hier für was ist und so. Das Schild regeneriert anscheinend alleine. Okay. Hier so ein explosives Fass. Das können wir mal aktivieren. Und hier nochmal was. Aha, aha, aha. Aber mit was bekomme ich denn jetzt wirklich Lebenspunkte? Ich glaube, das muss ich dann halt erst später herausfinden. Ist hier noch ein Kandidat, der erschossen werden möchte? Nein? Sehr schön. Hier habe ich jetzt irgendwas eingesammelt, was Leben regeneriert. Ich glaube, das ist so eine kleine grüne Kugel. Wir gehen da mal hinten hin. Da leuchtet ja auch noch was grün. Vielleicht regeneriert das auch Leben. Ja, okay. Also ist doch so simpel. Irgendwas, was grün leuchtet, macht dann auch grüne Heilung. Das heißt, es halt den grünen Lebensbalken. Ja, ja, toll. So, bis hierhin habe ich ihn einfach mal gespielt, ohne jetzt die ganzen Verstecke aufzukunden, zu erkunden. Und ja, dann schauen wir doch mal. Nein, da kommen wir wieder nicht durch. Zerstören die Stromteile, um sie zu deaktivieren. Ja, okay. Ja, das Kabel geht da hinten nochmal irgendwo lang. Müssen wir wahrscheinlich da irgendwo rumgehen oder sowas.
um da dann hinzukommen. Liegt hier noch irgendwas? Ja, hier liegt noch mal was Schönes. Liegt hier noch mal was? Ja. Man muss teilweise wirklich schon das Gebiet genau erkunden, um wirklich alles zu sehen. Was ist hier los? Und hier. Also ganz habe ich den Story-Zusammenhang auch noch nicht erfahren, aber ich hoffe mal, da kommt noch ein bisschen was. Weil ich bin da mal ganz optimistisch. Und denke mal, dass das ein bisschen mehr Story hat als in manch anderes Spiel. Alter, Alter, lass das. Wer war das? Wer war das? War das du? Hä? Warst du das? Das finde ich nicht gut. Nee. Der ist auch tot. Hier liegt noch was. Einsammeln. So, gehen wir hier mal die Treppe hoch. Und dann... Ja, da kommen wir mit. Das finde ich nicht. Yay, und die Stromzufuhr ist gekappt. Okay. Hier nochmal ein Tor. Gehen wir in das Tor kaputt. Lass mich alles einsammeln. Was haben wir denn hier? Aha, das ist anscheinend ein Shop. Wir haben hier aber Waffen-Upgrades, andere Waffen-Upgrades und Kampfanlage. Ja, okay, ja. Waffen-Upgrades. Mal gucken. Wir haben zurzeit... Aha. Steht da auch, wie viel Schaden das ungefähr macht? Nee, ne? Sturmgewehr. Sturmgewehr ist nie verkehrt. Ziel für ein Rohr, ja. Ja, können wir das kaufen? Aha. Haben wir jetzt also gekauft, ja? Wollen wir noch irgendwas kaufen? Wo sehe ich denn auch, wie viel ich denn habe, was ich verkaufen kann? Das weiß ich gar nicht. Hier können wir nur was Bestimmtes immer aktivieren. Ah ne, das ist das Menü, das wir haben. Okay. Ja, wenn wir jetzt hier hingehen, haben wir jetzt hier ein anderes Menü. Aha. Okay, Plasma-Generator. Das ist diese andere Waffe, die wir haben. Okay. Was haben wir hier Schönes? Aha. Okay. So, haben wir jetzt hier irgendwie ein Ziel für ein Rohr? Ah, okay. Jetzt können wir hier so ein bisschen ranzoomen. Interessant. So, dann deaktivieren wir erstmal das hier. Und dann dürfen wir gucken, dass wir hier durch das Feuer kommen. Schließen Sie das Ventil, um das Feuer zu löschen. Okay, gut gemacht. Mit der Maustaste, okay. Ich dachte sonst mit E. Aber E und Q sind dazu da, um die Waffe zu wechseln. Da muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da unten das Symbol soll wahrscheinlich symbolisieren, dass wir gerade speichern. Irgendwas ist da gerumst, okay. Ist hier jemand? Hallo? Irgendwer? Hallo? Nehmen wir auch nochmal so ein Terminal. Oh. Hallo. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Leute, echt mal, das ist nicht lustig. Okay, vielleicht ein bisschen, aber auch irgendwie nicht. Ja, Gott, oh Gott. Da ist mir das Display gerade irgendwie gewesen. Aua. Das geht doch so nicht. Nee. Bin damit voll gar nicht einverstanden. Ehrlich. Ich verbrauche die ganze Munition. Hier ein paar kleine Möchtegern-Fuzis. Und da kommen noch mehr. Und da kommt ein Großer. Na super. Ich gehe einfach auf den Großen und versuche den anderen hier mal auszuweichen. Uah. Ja, ich habe irgendeine Belohnung freigeschaltet. Ganz toll. Und noch eine Belohnung freigeschaltet. Ganz toll. Das interessiert mich gerade nicht, ich will ja einfach nur überleben. So, Muni einsammeln, Leben einsammeln. Ist hier noch jemand? Da ist noch einer, okay. Und jetzt? Es ist ruhiger geworden, keine Musik mehr. Da kommt noch einer, okay. Da kommt doch her, komm. Ja, doch nicht zu nah. Das komm war doch nur symbolisch gemeint. Und da ist noch ein... Wow, zwei von diesen Fetten. Das ist schon hart. Das ist auch hinüber und ständig schalte ich irgendwas frei. Ja, könnte man schon fast meinen, dass